Jo moin und weiter geht es mit Soul Calibur hier in Waage der Seelen. Libra of Soul. Und ja, jetzt gehen wir mal hier weiter der Story. Ich hatte ja sonst Geschicht-Gameplays rausgehauen. Mir ist aufgefallen, dass es nicht mehr so gut ankam. Also von Review-Zahlen. Weil Soul Calibur 4 kam da auf jeden Fall wesentlich besser damit an. Obwohl ich ja schon eigentlich eigenermaßen den sechsten Teil schon ein bisschen besser finde als den fünften, muss ich jetzt selber persönlich sagen. Aber der vierte war auf jeden Fall auch sehr cool. Ich habe ja auch dazu auch mal angesprochen, das wäre ja ganz cool, wenn die da auch zu den Teilen, also zum Beispiel zu dem vierten, ein Kostüm-DLC oder sowas, weil man kennt das ja auch von anderen Beat'n'up oder irgendwelchen anderen Spielen, gibt es ja auch immer zahlreiche Kostümauswahl. Und diese Variation wäre so nicht schlecht, weil denn die Leute für Cosplaying, was sie eigentlich auch zur Calibur machen, wäre eigentlich ganz cool. Also wenn die da das auch noch mehr beifügen würden. Weil ich fand das Outfit von Sophitia schon im vierten Teil sehr, sehr nice. Und auch zu den anderen Helden sah das von Soul Calibur 4 auf jeden Fall auch sehr cool aus. So, Reiniger des Bösen. Haben wieder die Verderbten. Wir helfen Grawl und seine Organisation. Ja, der Astralriss, gibt es ja solche Risse, die muss man irgendwann auch später noch machen, habe ich mitbekommen. Ach, die Musik ist immer so cool. Merkt ihr, die Schleife habe ich noch nicht. Aber die Schleife ist, glaube ich, ist so viel hier eigentlich blau. Aber ich wohl verpeilt. So. Aber selbst hier von Soul Calibur 6 sieht das schon sehr nice aus von Sophitia. Nur ich habe das eher vom vierten Teil lieber. Verderben einfach mal platt hier. Tier.
So, dann wollen wir das auch mal standardmäßig machen. Hat ja schon mal ein bisschen was von Sophie hier. Will jetzt auch nicht so wirklich super alles 1 zu 1 machen. Der hat Elfenohren hat. Bei Elfenohren sehen auf jeden Fall echt cool aus. Nur du kannst da eben halt leider nicht so viel dran ändern. Elfenohren, glaube ich. Gibt es einmal die offene und einmal die. Die finde ich immer sehr schick eigentlich. Mein, klar, die längere Frisur von Sophitia hat auf jeden Fall auch was. Aber die Sache ist so, wenn wir das immer halt auswählen, dann wird die Frisur halt quasi auch automatisch zu der Farbe. Ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt nicht wirklich 1 zu 1 so hundertprozentig so viel Tier, sondern ja schon ein bisschen an Änderungen geben. Weil ich finde, Sophitia sollte ja immer noch einzigartig bleiben, quasi. So, okay, dann machen wir mal hier weiter. Oh, da haben wir einen Berserker. Schauen wir mal, was haben wir hier? Nehmen wir das mal. Oh. Der kam ja aus dem Astralis, glaube ich, ne? Das ist ja so ein Riss. Wir auch nicht so viel Leben haben. Hey!
soul surges in your body. Battle one, fight! Do you fight for good or evil? Es ist wohl Taki dran. Die schreit immer auch, ne? Oh man. Das sagt sie. Boah, erstmal voll den Kick gemacht. Oh, da wird eine neue Ortschaft. Informationen sammeln. So, den Hohepriester.
Leibwächter. Erstmal die Leibwächter fertig machen. Sensenkämpfer. Sir, what are you doing? Kultistenöl. Und wieder ein Riss. Erstürmung des Tempels. Ah, die Risse, die werden wir echt nicht los. Die kommen überall. Zuflucht des Bösen. Das sieht ja lustig aus. Voll so richtig vermummt. Oh. Das ist ganz schön aggressiv. Ja,
Ah, der ist Daniel. Sieht ja komisch aus. Hält auch gar nicht so viel aus, der Typ. Oh, schade. Schrei. So. Die ultimative Saat. Oh, 30. Okay. Aswell. Mit dem müssen wir ja noch abrechnen, den Typen. Ihr wollt. Ja, richtig böse geworden. Ja, bei den Verderbten gibt es eigentlich auch quasi so eine Entwicklungsstufen. Battle.
Ja, dann ist erstmal die Brust da. Gut gemacht. Wow. Oh mein Gott. Wie Waldtro jetzt voll abgeht. Not bad. Wow. Schlecht. Wird ja schon echt interessant, diese Bossfights hier. Oh, Alter. Was auch Kritten tut. Oh nein. Ey, der hat auch schon gleich zwei Aufladungen. Wie mies ist das denn? What? Junge! Tja, wie der abgeht. Gut, ich bin zwar unterlevelt, aber ist er schon so reinhauen tut. Sein Damage, ne? Yes. Oh. Also manchmal hat er ordentlich auch rausgekrittet. Das war nicht wenig Damage. Wie immer stürzt immer irgendwie was ein. Nein! Niemals. Ja, goodbye. So viel des Bösen. Das war hinterher auch sein Untergang. Bei Astralrisse sogar. Wird immer heikler.
So, jetzt können wir halt wieder entscheiden. Ja, des Guten halt. Da haben wir jetzt zwei Astralrisse denn wieder. Wiedersehen. Oh, Maxi. Maxi ist wieder am Start. Killig. So. Ja, dann kommen wir eben halt die nächste jetzt auch noch die zwei Astralrisse da noch dran. Aber jetzt mal Maxi. Werde mich rächen, Bestimmt killig, oder? Ah, Xiam. Okay. Das Trio halt, ne? Die hat auch einen interessanten Kampfstil.
Ah, hier der Samurai. Zeit für ein Duell. Halt auch ganz gut aus. 30. Ich glaube, ich werde dann auch dann offstream auch dann nochmal Nebenmissionen machen, ein bisschen leveln, weil ich glaube, das wird nicht so interessant, weil ich sowieso eh die Sachen von den Nebenmissionen überspringe. Mich eher so auf die Hauptstrang die Sachen von der Geschichte her so zeigen möchte, statt irgendwie jetzt nicht so eine starke Relevanz hat. Oh. Boah, ich dachte schon. Das sieht so cool aus, ihre Special Attack. Ich meine, bei Soul Calibur 4 gab es auch schon ganz coole Moves und so, aber hier, also dieser Skill hat das auf jeden Fall echt sehr in sich bei ihr. Allgemein 27 denn. Natalie. Verbrechung. Oh, da sehen wir schon 32 denn. Gut, probieren können wir es ja mal.
Wir haben jetzt zwei Astralrisse. Mit Cutscene. Ah. Den Gastcharakter Geralt. Den Hexer aus The Witcher. That how you greet folk in this world? He blocked that. Come take me on. Crap like this. Exactly why I hate portals. Come on! What the? Ja, er ist ein Hexer. This is strange sorcery. He's not bad with a sword. But I'm not the one he seems interested in. Mystery opponent. Who are you? Wir hätten mal mehr solche Cutscenes reinbauen können bei den Geschichtsmodus hier mit unserem eigenen Charakter. That's disappointing. Sooner or later I will face you in battle. Just you wait. Fine. For now, let's see what you're made of. In Geralt. Genauso wie Gror ist es auch mit Geralt echt nicht so einfach, weil Geralt und selbst auch Gror, die haben echt krasse Fähigkeiten. Man merkt selber, dass es im Multiplayer auch nicht ganz so einfach ist, gegen solche zu kämpfen. Oh. Nein, der macht sogar Ring out. Oh, what? Hey. Hat die Musik noch geerbt. So ist Witcher. Nice. Freue mich schon da mit dir, Tobi. Da kommt ja auch noch Musik. Stage und soll auch noch ein Story-Strang noch dazu kommen. Nein! Ah, der crittet auch gleich immer alles. Gastcharaktere sind immer so stark. Es war bei auch so Calibur 4, 5. Hey, wenn man überlegt, bei 4. mit Meister Yoda oder eben halt Unleashed mit den Schülern oder Darth Vader, die waren auch echt krass. Oder Ezio von Soul Calibur 5. Nein!
What? Wie der durchdreht, ey. Enttäuschung. Okay, ich bin doch zu unterlevelt, ey. 5 Level Unterschied. Wenn mehr Damage machen und dann noch mit ordentlichen Food. Weiß ja nicht, was für eine Waffe der auch hat. Also wie stark er. War ja Fragezeichen. Also seine Crits sind auch ganz gut. Keine Chance, bin noch zu schwach gegen den. Muss ich halt noch leveln. Einmal versuche ich noch, dann versuche ich das dann beim nächsten Mal. Komme ich echt nicht gegen den an, sonst. War doch wohl zu viel, jetzt mal irgendwie so krass zu überspringen, alles. So ein bisschen. Hey, yo, René, dankeschön für deine Bits. Danke dir. Hermann, ja, G steht für gönn. Hermann. Ja, boah. Hey, Geralt geht richtig ab. Okay, nächstes Mal werde ich ihn sowas von fertig machen, wenn ich dann auch mehr gelevelt habe und vielleicht auch eine bessere Waffe noch bei Erkundung finde. Dann mache ich den platt, den Hexer hier sonst. Das jetzt hier nicht schaffe. Ich merke schon, der macht schon 200er Crits und so ein Zeug. Quasi wie so ein Endboss hier so. Egal, mach ich nächstes Mal fertig. Ah, das ist jetzt momentan echt schwierig so mit den Level. Also da komme ich gegen den Hexer noch nicht an. So, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann machen wir mal nächstes Mal den Hexer Geralt fertig. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.